Warum habe ich gute Laune? Ich habe Cobra 11 gute Laune. Ist halt so. Erdogan Atalay steckt einen hin und wieder an und die Pia Stutzenstein auch. Also ich hatte heute das große Vergnügen, mal wieder Pia Stutzenstein in ihrem Domizil zu sehen, weil Anita einen Videoclip hat rüber gebeamt, weil die sind heute an einem Drehort und sehen die neuen Sachen sich an. Finde ich super. Es war super kalt draußen, 1 Grad. Aber die Schauspieler haben sich warm angezogen, spielen sich auch warm, macht also Spaß, dazu zu schauen. Ich habe leider, wie gesagt, keine Zeit dazu, aber ich freue mich jedes Mal, wenn ich dann irgendetwas bekomme, was ich dann verwerten kann in so einem Videoclip. So, warum mache ich diesen Videoclip? Weil ich euch angekündigt, ich kaufe momentan diese Sonderedition. Tada! Angekommen. Oh, ist da. Ne? Eine Sonderedition von Cobra 11. Yeah. Schauen wir mal rein, welche das ist. Es ist diese Sonderedition für Cobra 11. Ihr wisst, wie teuer die sind. Ne? Special Edition, limitierte Auflage mit 2 CDs. Ich bin so stolz drauf. Limitiert, ihr wisst das. Man muss kämpfen um die Dinger. Über den Preis reden wir jetzt nicht. Also, was ist denn da drauf? Genau, die Feuertaufe ist da drauf. Für immer und ewig ist da drauf. Und dann, ach, ist alles so klein. Dann, gut, Alarm für Cobra 11, die Autobahnpolizei, Special Edition, Hammer. Und das für 12-Jährige. Na, hier, Special Edition. Ja. Ja. Limitierte Auflage. Ihr wisst, wie teuer die ist. Ja, 49,95, jetzt habe ich es verraten. 49,95, da frage ich mich, soll ich die wirklich auch mal? Sind diese Spielfilme? Ne? Willkommen im Team der erfolgreichsten deutschen Actionserie. Wenn ich genau hingucke, habe ich die doch schon gesehen. Da, ne, er hier, ne, der da. Ne? Wenn, ist dann aus irgendeiner Gruppe. Ne? Ist das ein Musiker oder nicht? Ne? Ihr, die Fans, müsst es an sich wissen. So, ist eine Special Edition, limitierte Auflage mit zwei DVDs, aber nicht allzu viel drauf. Also sind wohl die etwas längeren. Ja, das sind die längeren, das sind die, die immer 90 Minuten laufen. Also 90 Minuten die Feuertaufe, 90 Minuten für immer und ewig. Nur hier kann ich leider nicht lesen. Ah ja, doch, hier. Disc 2. Action made in Germany. Also da lese ich gerade, dieser Film zeigt die aufregendste Geschichte der Erfolgsfirma rund um Firmengründer und Geschäftsführer Hermann Joa und sein Team. Von den Anfängen bis zu den jüngsten Projekten. Eine Karriere, die spannender und intensiver nicht hätte sein können. Stimmt. Was ich gerade gesagt habe, stimmt. Wie gesagt, Hermann Joa hat damals beim DSF angefangen damit. Er hat es kontinuierlich weitergemacht. Ich freue mich schon drauf, das wieder zu sehen. Wie gesagt, es sind viele Jahre ins Land gezogen, wo er 17, ich 18, wo alles angefangen, wo ich sogar das große Glück hatte bei Fire and Ice, Willy Bogner auf Skiern und Kamera und so weiter. It's a very long way. Okay. So, ich bin stolz drauf, die bekommen zu haben. Jetzt arbeite ich dran. Die anderen Special Editions auch noch zu bekommen, mal sehen, was da so drauf ist. Also ich kriege gerade eine Gänsehaut, aber nicht wegen der Freude, sondern weil es auch kalt ist. Wir haben nur 1 Grad und ihr hört das Gepiepe da. Ich kriege das Gepiepe und ich freue mich jedes Mal, wenn ich euch sehe, euch höre. Also in diesem Videoclip muss ich einfach mal hochhalten. Ihr habt also einen Monat von heute an einen ganzen Monat Zeit darauf jetzt zu reagieren. Heute ist der 20.11.2019 und am 20.12.2019 ist in Gelsenkirchen, wo die Trabrennbahn ist, und zwar in Nienhausen, neben der Rennbahn in Gelsenkirchen, und zwar in der Feldmarkstraße, dieser Zirkus. Und ihr seht, ich habe zwei Freikarten für diesen Zirkus. Also ihr könnt unten drunter schreiben, ich schicke zu, ansonsten übernehmen das Anita und Maya, aber da reden wir noch drüber, weil wir einen Videoclip machen wollen
für Erdogan und wie die alle heißen. Nils und Co. Ja, machen uns nämlich bei Cobra 11 so froh. Ja, ist halt so. So, ich gehe jetzt ran da, weil ich gerade wieder einiges bekommen habe. Ich bin einfach nur gespannt. Ich meine, diesen Film kenne ich, habe ich ja schon gesehen. Aber das andere noch nicht. Das andere über Hermann Joa, ich meine, ich kenne ihn ja, aber egal. trotzdem macht es Spaß, das alles nochmal zu sehen, zu hören. Es macht auch Spaß, die anderen Sachen zu sehen. Denkt dran, es gibt natürlich noch andere Folgen, es gibt auch noch andere Serien, die da gemacht wurden. Zum Beispiel die Motorradpolizei. Das sind zwar 15 DVDs nur und Geschichten darüber, aber war nicht schlecht. Und wer das Ganze mal verfolgt hat, Cobra 11, wer das Ganze mal gesehen hat, diese Stunts und so, die Stunt-Action, dann wisst ihr Bescheid. Grüße, hallo.